So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und beim Ninja Speedrun. Ich habe mittlerweile ein paar Videos dazu gesehen und möchte das daher nochmal angehen. Es sind an sich, haben wir schon recht viel richtig gemacht, aber vor allem eine Stelle spielen alle Speedrunner anders. Die würde ich daher gerne auch richtig spielen. Ah, Mist. Ich zeige euch das kurz, bevor ich das jetzt hier angehe. Also soweit ist das alles in Ordnung. Das sollte man halt ein bisschen schneller hinkriegen. Dann gehen die auch hier runter, die meisten. So, aber hier habe ich Weitsprünge gemacht. Und da machen alle sowas hier. Ja, okay. Das ist ein bisschen anders. Und dann hier hinten gehen ganz viele... Nee, so nicht. Moment, nochmal zurück. Nochmal zurück. Das war... Wie machen die das? Die gehen mit dem Schlüssel direkt zurück. Das heißt, die ziehen... Ja, genau so. Und dann gehen die nämlich hier oben rum. Hä? Nee. Oder doch? Also ich habe ganz viele gesehen, die dann hier oben rumgehen. Ich weiß leider nicht, ob durch die Röhre oder hier oben rum. Das weiß ich gerade nicht. Dann sind die praktisch schon hier. Manche gehen aber, glaube ich, auch unten. Also ich glaube, unten kann man auch. Aber zentral ist vor allem, dass man da beim Schlüssel direkt umdreht und solche kleinen Geschichten. Schauen wir mal, ob wir damit eine bessere Zeit hinbekommen. Das soll jetzt aber nicht der Großteil des Videos hier sein. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich will es einfach nur nochmal probieren. Das ist halt schon blöd. Ich muss einfach nur nochmal probieren. Irgendwie machen sie auch hier einen Sprung nach dem Zaun und sind dadurch... Ticken schneller. Und dadurch auch ein Ticken schneller hier oben und keine Ahnung, was da alles noch für Tricks bei sind. Nein, ich habe den verpasst. Aber ist egal. Wir machen mal weiter. Wir müssen das ja ein bisschen üben hier. Ja, das ist schon echt angenehm. Das war nicht so gut. Aber dann hier zurück und dann praktisch hier rein. Ist das wirklich schneller? Also nicht. Ja, das ist garantiert. Also durch die Röhre kann ich mir nicht vorstellen, dass sie schneller ist. Das wirklich nicht. Ich meine, klar, jetzt sind wir schon wieder bei 29 Sekunden. Und der Teil hier hinten, den spielen sie eigentlich alle gleich. Also da geht es wirklich darum, möglichst schnell runter. Und einfach. Einfach durch. Na, das ist so, das ist das, was alle gleich machen. Also es spielt sich hauptsächlich in diesem hinteren Stück, da spielt sich so der Teil ab, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, da kann ich auch noch ein Stück schneller sein. Ach. Warum hänge ich mich denn manchmal? Ich brauche gar nicht erst sagen, weil das Problem bin ja ich. Ich hänge mich ja nicht ran. Es ist ja nicht Mario, der den Quatsch macht. Das war blöd. Aber egal. Ich denke, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht gekostet dadurch. Ah, Mist. Das ist jetzt halt ein größeres Problem. Aber kann ich jetzt noch den großen... Ne, jetzt kann ich ja den Teil hier nicht. Aber wobei, das geht auch ohne Katze. Nur das Umdrehen geht jetzt halt nicht ohne Katze. Ja. So, jetzt kann man mal kurz gucken, ob ich obenrum... Obenrum bin ich doch hundertprozentig schneller. Erzählt mir doch kein... Ja, bin ich auch jetzt schon schneller. Aber ich glaube, untenrum... Wobei, dann muss ich halt von unten erst wieder hier hochgehen. Das dauert ja auch nochmal seine Zeit, ne? Na, was? Ja. Mit dem Quatsch am Anfang hätte ich jetzt schon eine ordentliche Zeit eigentlich gehabt. Ich habe jetzt ja mit dem Quatsch am Anfang weitergespielt. Ich bin ja mit Mario da jetzt gerade durch, ne? Hätte ich die Katze behalten, wäre das schon eine bessere Zeit geworden. Na, das... Ah! Aber da kann man schon nochmal einiges rausholen. Mit so kleinen Kniffs, das ist schon interessant. Es ist schon interessant, was alles geht. Am Mist!
Dann geh halt nicht durch die Tür. Dann geh halt einfach nicht durch die Tür. Das ist okay, Mario. Du musst nicht durch die Tür gehen. Lass es einfach. Hau ihn weg. Ah, Mann. Das hat schon wieder Zeit gekostet, aber egal. Ich gehe unten rum. Nein! Scheiße! Ah, 26 Sekunden. Bis ich um bin, sind es dann auch die 8. Ja, und dann ist halt noch... Ja. Nee, wir gehen oben rum. Wir gehen oben rum. Unten ist dann noch zu viel, was ich in meiner Aufregung dann falsch machen kann. Mann! Muss ich wieder die Katze holen. Alter! Was mache ich denn da drüben? Dass er nicht durch die Tür geht. Drücke ich nicht vernünftig nach oben? Muss ja so sein. Mach dich weg. Ah, es ist alles noch nicht so optimiert. Das kann alles noch ein Stückchen besser gehen hier. Nein, ich... Oh, jetzt habe ich's... Jetzt habe ich mich für den Moment... Jetzt habe ich mich im Moment des Sprunges direkt wieder umentschieden, weil ich... Oh, weil ich doof bin. Gibt's doch nicht. So, zack. Nein! Naja. Ich habe es relativ gut gerettet, glaube ich. Ah, das ist alles noch verbesserungswürdig. Noch stark verbesserungswürdig. 14 Sekunden. In die erste Röhre. Und mit 26 Sekunden gehe ich jetzt hier raus. Also es wird auf jeden Fall besser als meine bisherige Zeit. Wenn ich jetzt hier keinen Quatsch mache. Ja, das ist eine PB. Oder? 35 hatte ich noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, 35 hatte ich noch nicht. Hatte ich 35 schon? Nee, hatte ich nicht. Siehste? Siehste, siehste, siehste. So, da ist aber noch Luft nach oben. Ich habe noch viel zu viel Quatsch gemacht. Also 34 würde ich fast mir als Ziel gerne... Ah, siehste, so ein Blödsinn halt, meine ich. 34 würde ich mir schon ganz gerne als Ziel setzen. Das wird schon mal jetzt zum Beispiel viel besser. Aber dafür werde ich jetzt den Teil wieder versauen. Siehste? Mist! Wie kriege ich jetzt die Zeit wieder raus, um die Katze zu holen? Gar nicht. Gar nicht. Naja, hat es so viel Zeit... Es hat ein bisschen Zeit gekostet, aber... Ja, es ist ja auch 26. Also es wird so wie gerade eben die 35 sein. Ja. Ja, ist schlechter. Ist schlechter. War eine bessere 35 gerade. Gerade war es eine bessere 35. Oder? Ja, na, aber ganz knapp. Aber ganz knapp. 834 und 819. Das war sogar relativ gleich. Aber ich habe wieder ganz viel Blödsinn gemacht. Und den Blödsinn darf ich nicht machen. Dann ist schon 34 ist schon drin, oder? Also, schon wieder. 34 ist schon drin, würde ich sagen. Also wenn ich 34 habe, bin ich zufrieden. Um mal kurz zu sagen, was so mein Ziel wäre. Weg mit dir. Die Pflanzenstelle ist halt... Oh, das war gut. Das war besser als die anderen Male. Das war besser als die anderen. Und ich glaube, ich will da nicht runterhechten. Ich glaube, ich will da einfach runterlaufen. Ich glaube, das ist schneller. Nicht sicher, aber...
21. Was mache ich? Warum habe ich das gemacht? Ah, Blödsinn. Kompletter Blödsinn. Oh nein! Ah, Mist. Oh, ich hoffe, den Fehler mache ich nicht, wenn es mal wirklich dann... Ja, das ist jetzt eh eine schlechtere Zeit. Kann man gleich neu starten. Den Fehler mache ich hoffentlich nicht, wenn es mal... wenn ich mal wirklich davor alles richtig gemacht habe. Das wäre ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Das war nice. So, jetzt einfach runterlaufen. Das geht am schnellsten. 13,666. Mit so einer Zeit sind wir noch nie hier durch. 16,666. Jetzt müsste ich halt wissen, ist die Röhre... Ich glaube nicht, dass die Röhre schneller ist. Nee, 27. Nee, jetzt habe ich die Zeit wieder verloren. Scheiße. Ja, die Röhre war nichts. Die Röhre war nichts. Also die Röhre können wir streichen. Ja, Röhre kann man streichen. Wenn unten die Weitsprünge halt funktionieren würden, wenn ich die kontrolliert hinkriegen würde, könnte unten, aber dann muss ich halt wieder nach oben springen. Na, das kommt ja noch dazu. Ich muss da wieder hochspringen. Weiß nicht, ob ich das will. Das war ein guter Start. Deswegen versaue ich es jetzt auch. Nice. 13,816 ist echt eine gute Zeit. Hopp, hopp, hopp. Ja, 17,016 ist nicht mehr so gut. Ja, jetzt machen wir den Weitsprung unten. Können wir das üben. Ja, das ist das halt. Jetzt bin ich bei 26 Sekunden. Aber ich muss dann halt nochmal hier hoch. Aber so viel schneller, so viel kürzer ist das auch nicht. Länger. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, jetzt brauchen wir es eh nicht weitermachen, aber... Okay. Nein, ich kann stoppen, wenn mir das passiert. Wenn mir das passiert, kann ich stoppen, weil es kostet dann eh nur noch mehr Zeit. Das war ja super smart von mir. Mist. Naja. Hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet, aber war jetzt nicht gerade... Ach! Nicht gerade das Beste, was wir gesehen haben. Okay. Also mir scheint das hier oben rum ist tatsächlich der bessere. 21 Sekunden, jetzt gucken wir mal. Aber vielleicht will ich einfach den hier machen und nicht so rumhechten. Jetzt bin ich bei 26. Ja. Das ist alles nicht optimal. 27. Ja, es ist noch nicht... Ist noch nicht das, wo ich hin will. Das wird keine 34, so. Aber eine neue PB ist es. Aber noch keine 34. Noch keine 34, die ich gerne hätte. Eieiei. Alter, ich... Da bleibe ich noch viel zu viel hängen. Das ist auch noch so ein Teil, der besser laufen müsste. Oder könnte, sagen wir es so. Nicht zufrieden. Ja, ja, okay. Dann halt nicht. Also ich glaube, besser wäre es, man schafft es untenrum durch die Wandsprünge, ne? Weitsprünge. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Nicht sicher. Oh, das war nice.
Das schaffe ich nie wieder so. Ja, dann fast... Ah, diese blöde Pflanze macht mich immer so nervös. Diese blöde Pflanze macht mich immer so nervös, ne? Oh, ich hasse diese Pflanze da oben. Wenn die nicht wäre, wäre das alles so viel angenehmer. Verstehe nicht, was ich manchmal bei der Tür da hinten falsch mache. Ach Mist. Ich verstehe echt nicht, was ich bei der Tür manchmal falsch mache. Ganz komisch. Naja. Naja, 14, 7, 1, 6 ist jetzt schon kacke. Dann üben wir jetzt nochmal den Weitsprung hier unten. Mach mal das. Weil ich komme halt dann deutlich schneller hier unten rein, ne? Das ist klar. Ah, der muss halt sitzen, ne? Das ist das Problem. Ich muss ihn, glaube ich, ein bisschen eher. Wo setze ich den an? Ja, und da ist das schon zu langsam. Ich muss ihn vorher machen. Ja, und da ist schon zu bald. Ah, oh, das ist kein... Das ist gar nicht so gut. Ja, und... Also, wenn ich unter dem... Ich muss ein bisschen vor dem Block hier starten. Ja, irgendwie so. Okay. Boah, das ist echt kritisch. Ich hasse es. So brauche ich gar nicht weitermachen. Naja, wir können es ja trainieren. Wir können ja trainieren. Mit Mario bin ich zu blöd, da durchzugehen. Wenn ich Katz Mario bin, komme ich durch die Tür. Mit Mario bin ich zu doof. Was ist das denn? Ich check's nicht. Ah, schlecht. Der war schon wieder richtig schlecht jetzt. 14, 7, 1, 6. Mit Katzen Mario komme ich sofort durch. Und sonst nicht. Gibt's ja nicht. So. Da ungefähr, da ungefähr. Oh Mann! Jetzt bin ich wieder bei 26. Das ist halt. Da müsste ich so dann schnell hoch. Ja, das war schon wieder auch kacke. Ah, es ist noch zu. Ah, ich. Es ist noch zu... Wie sagt man? Zu unkoordiniert, was ich mache. Nein! Mensch. 14.033. Ich hatte vorhin diese 13.666, die war halt echt gut, wie ich hier durch bin, aber... Die kriege ich nicht. Hä, und bei Mario bin ich zu dumm dafür? Das gibt's doch nicht. Alter! Weg, mach dich weg, mach dich weg. Nein! Diese blöde zweite Pflanze. Die kostet so viel Zeit und macht so viele Probleme. Und dann verhau ich den Sprung. Go!
war schon wieder, das war schon wieder. Guckt euch die Zeit an, da brauche ich gar nicht durch die Röhre gehen. Das war schon wieder Kacke. Das war ein schöner Start, glaube ich. Nicht sicher. Ja, es war auch ein schöner Start. Wieso bin ich denn so dumm für diese Pflanze? Ah. Alter. Ja, genau so. Danke dafür. Ja, es ist... Ich brauche viel zu lange, wenn ich diese Scheiße... Guck mal, jetzt bin ich eine Sekunde hinter dem, was ich vorhin hatte. Ja, und dann mache ich auch noch so einen Kack hier. Verzieh die... Verzieh dich einfach, du Scheißvieh da oben. Alter, ich versuche so weit wie möglich von ihr wegzuspringen und trotzdem erwischt ihr mich jedes Mal. Boah! Wie machen die das denn in der... Ich sehe ja bei den anderen Videos, wie die einfach die Pflanze erledigen und dann landet die da oben drauf. Und ich werde immer getroffen. Warum bin ich denn so dumm? Ja, das war jetzt halt auch wieder viel zu langsam. Guckt euch die Zeit an. 14:08:16. Das ist doch Müll. Komplette Müllzeit. 18:00:00. Ja, ist klar. Ich krieg meine 34 nicht. Ich krieg meine 34 nicht. Ja, sehr gut. Ich krieg meine 34 nicht. Was? Alter! Bin ich dumm? Ist auch. Ich will die 13666 wieder haben. Die war göttlich. Aber die kriege ich nicht mehr. Kriege ich einfach nicht mehr. Alter, was mache ich denn? Das war nice. Das war nice. Nein! Jetzt einfach hab ich... Und dann versaue ich den Sprung da hoch wieder. Ich könnte kotzen.
Weil wenn die Pflanze muss nämlich vom Timing her passen, dann kriegt man die nämlich auch besser weg. Jetzt habe ich das gerade verstanden. Dann braucht man nämlich nur zwei Schläge und dann haut die oben schon ab. Okay. Machen wir beim anderen einfach keinen Wandsprung. Das geht eigentlich auch klar. 26 Sekunden. Oh boy. Gib mir meine 34. Gib mir meine 34. Gib mir meine 34. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, es wird keine 34. Doch, es wird eine 34. Ich bin zufrieden, ich höre auf. Ah. Ich wollte doch nur eine 34 haben. Da ist meine 34. Ah, das reicht. 5954. Platz, noch 3 Tage. Oi, 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 das reicht. Das reicht. Mehr optimiert kriege ich es nicht. Also, vielleicht schon mit viel Geduld, aber nein. 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 Einfach nur nein. So, was ist hier passiert? Ah, Boost Bo ist wieder passiert. Probieren wir kurz Boost Bo noch aus. Dann haben wir noch was... Ja, danke. Dann haben wir noch was anderes im Video außer den Speedrun. 4,66%. Klingt doch ganz gut. Alle Skip-Squeaks killen. Was auch immer Skip-Squeaks sind. Wir werden es gleich wissen. Hopsmäuse sind Skip-Squeaks. Ah ja. Ach so, ich muss in die Röhre. Guten Morgen. Oh Mann, da wäre ein Weitsprung angebracht. Ah, und da muss ich rutschen. Kaum gibt es keine Indikatoren, bin ich aufgeschmissen. Ei. Da sieht man mal, wie wichtig Indikatoren sind. Aber soweit sieht das Level recht nett aus. Hui. Okay, 15. Das habe ich gesehen. Da geh halt. Geh, 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 geh. Mario, please. Null. Nein! Bin ich dumm? Oh my goodness. Das war es ja gerade echt komplett. Na, wirst du wohl die mitnehmen? Wirst du wohl die Maus mitnehmen? Da will er direkt Wandsprung machen, ne? Der Schlaumeier. So. Eieieiei. So, vielleicht bin ich diesmal auch einfach nicht inkompetent. Wie wär's damit? Ja, wow, das war's halt auch einfach. Jetzt kann ich auch nicht mehr sterben. Lol. Lol. Okay. Der eine Tod musste halt sein, wieder kurz vor Ziel, ne? Das ist, damit das Video auch ja über 30 Minuten geht. Gut, dann schließen wir hier aber ab. Danke fürs Zuschauen und
Tschüss.